Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe heute wieder eine Rezension für euch. Und zwar möchte ich euch Spinnenkuss von Jennifer Estep vorstellen. Dies ist der erste Teil der Elemental Assassin-Reihe. Und ja, erstmal zum Inhalt, glaube ich. Hier geht es um Jin. Jin ist auf zweierlei Hinsicht etwas Besonderes. Zum einen ist sie magisch begabt, sie ist ein Elementar und kann die Elemente Eis und Stein kontrollieren. Und zum anderen haben verschiedene Wege in ihrem Leben dazu geführt, dass sie als Auftragsmörderin arbeitet. Sie bekommt dann am Anfang des Buchs einen Auftrag, einen bestimmten Mann zu töten. Dann stellt sich aber heraus, dass dieser Auftrag in Wirklichkeit eine Falle war für sie und auch für Leute, die ihr nahestehen. Um herauszufinden, wer denn dahinter steckt und wer sie da in eine Falle locken wollte, muss sie ausgerechnet mit dem Detective Donovan Kane zusammenarbeiten, der zum einen unverschämt attraktiv ist, zum anderen aber eigentlich auch einer ihrer größten Feinde, weil sie vor einiger Zeit seinen Partner getötet hat. So viel zum Inhalt. Ich war gerade am Anfang ein bisschen irritiert, weil ich überlegt habe, was ich zuerst sage, ob ich euch erst den Inhalt erzähle oder euch zuerst erzähle, dass ich die Mythos Academy von der Autorin schon gelesen habe, was sich im Nachhinein als kleine Schwierigkeit erwiesen hat. Ich hatte zwar vorher schon gehört, dass diese Reihe überhaupt nicht mit der Mythos Academy vergleichbar ist, dass sie viel erwachsener ist und auch vom Stil her ganz anders. Hatte mich auch innerlich darauf eingestellt, aber so wie das Buch letztendlich war, habe ich damit doch nicht gerechnet. Zum einen ist da der Schreibstil, der wirklich ganz anders ist, und nachdem ich das gelesen habe, ja, bin ich ein bisschen irritiert, weil bei der Mythos Academy waren die ersten Bücher echt noch so ein bisschen vom Schreibstil recht schwach. Es gab viele Wiederholungen und solche Sachen, sodass man echt das Gefühl hatte, die Autorin ist noch ein bisschen ungeübt. Hier war davon überhaupt nichts mehr zu merken. Also an sich ein wirklich guter Schreibstil, aber er war halt passend zur Handlung und zur Protagonistin wirklich sehr derb und sehr direkt und hatte auch so ein paar Stellen, wo ich ja nicht so ganz flüssig mit dem Lesen mitgekommen bin, und deswegen hatte ich so ein paar Einstiegsschwierigkeiten, einfach weil dieses Buch anders war, als ich es letztendlich doch erwartet hatte, und dann, ja, weil ich mich erstmal mit diesem Stil anfreunden musste, und das hat echt so 100 Seiten gedauert, bis ich dann wirklich drin war und flüssig lesen konnte. Und das Zweite, was dieses Buch so ein bisschen zu einer Herausforderung macht, finde ich, ist die Protagonistin Jin. Sie ist einfach so eine Protagonistin, die kann man entweder hassen oder lieben, weil dadurch, dass sie Auftragsmörderin ist und ja, auch einiges, ich muss meinen Zettel mal holen, auch einiges erlebt hat in ihrer Vergangenheit, hat sie halt Eigenschaften, mit denen man, glaube ich, nicht, also mit denen nicht jeder so umgehen kann, beziehungsweise was sie halt nicht für jeden zu einer guten Protagonistin macht. Sie ist oft sehr kühl, sie ist abgeklärt, sie ist brutal und skrupellos, aber wenn man das Buch liest, merkt man nach und nach, dass sie eben auch ganz andere Eigenschaften ist und dass dieses Auftragsmörderin eigentlich nicht das ist, was sie wirklich komplett definiert. Sie hat halt auch andere Seiten, und das fand ich dann doch mit der Zeit, nachdem ich mich dran gewöhnt hatte, sehr spannend zu entdecken. Aber so letztendlich bin ich mir auch nach dem Beenden dieses Buchs nicht sicher, was genau ich von ihr halten soll. Sie ist mir nicht unsympathisch, aber so 100% überzeugt von ihr bin ich irgendwie auch noch nicht. Ich glaube, dazu braucht es noch den zweiten und vielleicht auch den dritten Band, je nachdem, wie sie sich entwickelt. Ja, ich bin mir da einfach noch nicht ganz sicher. Jetzt mal zur Handlung. Die startet direkt spannend, weil sie eben mit diesem Auftrag anfängt, wo im Klappentext die Rede von ist, Herrgott. Damit geht es halt los mit dieser Falle, die ihr gestellt wird, und dadurch, ja, ist es von Anfang an spannend. Man begegnet auch sehr schnell dann dem Detective und kriegt so einen Eindruck, ja, was Jin eigentlich so für eine Person ist und was sie so macht. Leider war es dann so, dass nach diesem spannenden Anfang für mich die Handlung so total abgeflacht ist und ja nicht unbedingt langweilig war, aber sich schon so ein bisschen gezogen hat. Und ich mir so dachte, so kommt da jetzt mal bald wieder was, so langsam dürfte es wieder spannender werden. Das war dann leider wirklich erst ab der zweiten Hälfte der Fall. Also bis dahin fand ich es außer ganz am Anfang echt zwischendurch so ein bisschen zäh, langatmig, und hatte mir echt so ein bisschen mehr Pep gewünscht. Es gibt so ein, zwei Szenen, in denen so ein bisschen was passiert, aber es hat mir irgendwie nicht gereicht. Dafür ist aber die zweite Hälfte dann wirklich recht spannend und fesselnd, und ich habe die dann auch wirklich sehr, sehr schnell durchgesuchtet, nachdem ich für die erste Hälfte, glaube ich, 3 Wochen gebraucht habe, weil ich das Buch auch lange zur Seite gelegt habe, konnte ich es dann ab der zweiten Hälfte einfach nicht mehr zur Seite lesen und habe es innerhalb von 2 Tagen dann ausgelesen. Also da war es dann echt besser und fesselnd, und ja.
Die Welt, in der Jin lebt, war für mich nicht ganz so einfach zu durchschauen. Sie wird zwar erklärt, aber so hundertprozentig im Kopf habe ich dieses Bild jetzt nicht, was genau das für eine Welt ist. Auf jeden Fall leben Elementare, wie Jin einer ist, und auch andere Wesen, wie zum Beispiel Vampire und Zwerge, unter den Menschen. So habe ich das zumindest verstanden. Die leben öffentlich untereinander, das heißt, die Menschen wissen, es gibt solche Wesen und die Wesen wissen von den Menschen und sie leben so nebeneinander her. Aber es ist auch irgendwie eine sehr düstere und gefährliche Welt. Man merkt schon sehr früh, dass Gewalt da eigentlich an der Tagesordnung ist. Also es gibt auch so Stellen, wo Jin erzählt, dass man zum Beispiel der Polizei überhaupt nicht trauen kann, dass die auch nicht besser sind und von Dingen erzählt, die halt da in der Stadt immer wieder passieren. Und man merkt halt, dass es wirklich sehr, ja, sehr brutal zugeht, sehr gefährlich zugeht und dass man halt sich ständig in Acht nehmen muss in dieser Welt. Ich hoffe, dass man da noch so ein bisschen mehr erfährt dann in der Fortsetzung. Ob es auch überall so aussieht oder halt nur in der Stadt, in der sie lebt. Und so ein bisschen was würde ich mir dann noch an Informationen wünschen. Zu guter Letzt zum Ende. Das Ende war, wie ich eben sagte, ja dann doch spannend, die zweite Hälfte, das spitzt sich zum Ende hinzu und das Buch endet offen. Das ist vielleicht ganz wichtig, falls ihr euch den zweiten Teil dann sicherheitshalber gleich direkt kaufen wollt. Ich hab mir gestern, als ich das Buch beendet habe, gewünscht, ich hätte es getan, weil ich gerne wissen würde, wie es weitergeht. Denn das Buch endet mit einer Enthüllung, die ja sehr neugierig macht auf den zweiten Teil. Und ja, ich bin einfach sehr, sehr gespannt, wie es jetzt weitergeht. Insgesamt hat mir das Buch gut gefallen, aber aufgrund des schweren Einstiegs und dieser paar Kleinigkeiten, wie dass ich gern mehr über die Welt erfahren hätte und diesem langen, ruhigen Abschnitt am Anfang, oh Gott, ich kann nicht mehr reden, habe ich dem Ganzen letztendlich 3,5 Sterne gegeben. Für die 4 hat es nicht ganz gereicht, aber ich glaube, dass die Fortsetzung da auf jeden Fall noch eins draufsetzen kann, weil jetzt weiß ich, was mich erwartet vom Stil her, ich weiß, welche Protagonistin mich erwartet und deswegen werde ich beim nächsten Mal halt ganz anders an das Buch rangehen und von daher denke ich auch viel schneller reinkommen. Ja. So viel dazu. Wenn ihr das Buch schon gelesen habt, teilt mir sehr gerne eure Meinung mit. Ich wäre vor allem neugierig, wenn ihr auch erst die Mythos Academy gelesen habt, was so euer Eindruck ist, was hat euch besser gefallen. Ich finde, man kann die überhaupt nicht vergleichen. Ich würde sagen, vom Stil her hat mir letztendlich doch dieses Buch besser gefallen, einfach weil es eher viel sicherer war. Aber von der Handlung her könnte ich mich echt nicht entscheiden, weil da beide Reihen so ihr gewisses Etwas hatten und mir gut gefallen haben. Und von daher, ja, stelle ich da jetzt mal keinen Vergleich an. Aber wenn ihr sagen könnt, okay, das hat mir deutlich besser gefallen, erzählt mir das gerne, das würde mich interessieren. Ansonsten hoffe ich, dass ich euch ein bisschen neugierig auf dieses Buch machen konnte. Ich verlinke es euch natürlich unten in der Infobox. Und ansonsten war es das an dieser Stelle von mir und von diesem Buch. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche, ganz viel Spaß beim Lesen und ich hoffe, wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder. Bis dann, tschüss!